Über 600 Gäste sind unserer Einladung in den Landtag gefolgt. Das freut uns riesig. Das Sommerfest der FDP-Landtagsfraktion 2023 ist aus unserer Sicht ein großer Erfolg. Es gibt viel zu besprechen zu den ganz vielfältigen Themen der Landespolitik, sei das Bildung, sei das Infrastruktur, die wirtschaftliche Lage. Also das ganze Potpourri der Landespolitik, über das sprechen wir in einem ganz angenehmen und lockeren Rahmen. Und das macht Politik eben auch aus. Wir sprechen heute über Europa im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Der Fraktionsvorsitzende hat eingeladen, es sind über 600 Leute gekommen. Das ist die gute Nachricht, denn wir haben heute mit der Kollegin und den Kollegen aus dem Europaparlament nochmal klargemacht, welche Bedeutung Europa hat. Ohne Europa sind wir nichts. Europa ist unsere Zukunft. In vielen Fragen, in Sicherheitsfragen, in Wirtschaftsfragen, in der Frage von künstlicher Intelligenz. Es gibt vieles, was wir besprochen haben. Ein guter Abend und schade, dass Sie nicht dabei waren. Nächstes Mal sollten Sie dazukommen. NRW liegt im Herzen von Europa und das meinen wir auch so, weil wir wirklich hier in Nordrhein-Westfalen, in den Grenzregionen die Verbindungen haben. Wir wollen aber schauen, dass Europa es einfacher macht, weniger bürokratisch wird und stärker darauf setzt, dass wir tatsächlich die Zukunft in Europa gestalten, hier in Nordrhein-Westfalen, aber eben auch in Brüssel. Denn Europa ist wichtig. Wir müssen mit der Europäischen Union die Zukunft angehen. In den schwierigen geopolitischen Lagen, in denen wir sind, müssen wir mit einer Stimme sprechen in der Außenpolitik. Und wir müssen Europa so machen, dass die Menschen das, was ihnen gefällt, dass es ihnen das Leben einfacher macht, dass wir genau das nach vorne bringen und nicht irgendwelche zusätzliche Regulierungen aus Brüssel.